Ja, ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute den Sommerempfang in Uffenheim stattfinden lassen konnten. Nach 2,5 Jahren nicht treffen, Corona-bedingt. Wir haben sehr viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Vereinen. Es ist schön, sich zu treffen und auszutauschen miteinander. Wir haben natürlich heute auch schöne Gespräche geführt. Und ganz besonders fand ich es toll, dass wir auch Ehrenamtliche auszeichnen durften mit den Medaillen der Stadt Uffenheim. Ich freue mich auch sehr, dass der Sommerempfang heute stattfinden konnte und dass so viele Leute gekommen sind. Außerdem freue ich mich ganz besonders, dass auch sehr viele Ehrenamtliche da waren von den Vereinen und die auch ausgezeichnet wurden mit den Ehrennadeln aus der Stadt Uffenheim. Ob Gold, Silber oder Bronze, da können sie ganz stolz auf sich sein, weil das was ganz Besonderes ist, wenn man ehrenamtliche Tätigkeiten macht, und das sollte auch weiterhin beibehalten werden. Und ich hoffe auch, dass man so nach außen trägt, dass das Ehrenamt was ganz Wichtiges ist und dass man sich dafür einsetzen sollte. Wir sind hier in Uffenheim eine sehr schöne und attraktive Stadt. Hier lässt sich gut leben, arbeiten und auch feiern. Wir haben viele Feste, von Walpurgi, Kirchweih, Ritterspiele abgesehen. Ich wünsche mir, dass viele, viele auch nach Uffenheim kommen. Lade jeden ein, hier mit uns zu feiern, aber auch, wie gesagt, zu arbeiten, zu leben. Es ist auf jeden Fall schön, wieder zusammenzukommen, heute hier in Uffenheim in die Stadthalle. Der Neujahrsempfang konnte ja leider wegen Corona nicht stattfinden. Umso schöner, dass wir jetzt im Sommer hier im Juli zusammenkommen. Für mich bedeutet Uffenheim, dass wir zusammenstehen, dass uns das Ehrenamt wichtig ist, dass wir das auch heute zelebrieren, feiern und auch würdigen. Und ich denke, das war ein guter Anlass, heute zusammenzukommen, nach so einer langen Zeit. Und ich freue mich, dass wir heute gute Gespräche hatten, eine tolle musikalische Umrahmung und dass Uffenheim einfach so vielfältig ist, sozial ist und eine liebenswerte Stadt ist.